Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen mit einem neuen Layout, praktisch, also mit einem neuen Pokémon. Wie ihr seht, ist es zwar nicht mega Stalos, aber das normale. In Shiny natürlich. Und die hat Goldisol heißt es. Und es hat einen brachialen Angriffs- und Verteidigungswert. Kann man auf jeden Fall gebrauchen mit Earthquake, Ice, Fang, Curse und Gyro Ball. Heute werde ich das mal verwenden. Wir gehen jetzt hier mal gucken, ob wir hier... Ah, nice. Direkt ein Item. Ich wusste es. Leftovers waren hier? Okay. Jetzt haben wir einen mehr. Ist ja nicht so, als konnten wir das nicht farmen. Ne? Falls ihr irgendwie Vogelgeräusche hört oder so, dann liegt es vielleicht daran, dass ich gerade draußen aufnehme. Es ist gerade noch schöner Sonnenuntergang. Und ich dachte mir, hey, komm, warum nicht? Da nehme ich doch mal draußen auf. Ne? Jetzt habe ich hier unnötig Schaden gefressen. Bin ich dumm? Sword Dance. So, Blaziken. Mit Earthquake wegflexen. Dragon Claw. Yes. Easy. Machen wir hier direkt weiter. Ich hoffe, dass ich mit dem richtigen liede. Yes, Earthquake. Nidoqueen ist weg. Rosana. Iron Head. Yes, zum Glück war ich schneller. War jetzt einfach Kurzschaltung, weil ich Eisenschädel auf dem Knackhack habe. Kangaskhan. Ah ja. Zuerst mal Iron Head, weil ein Erdbeben sowieso nicht reicht. Outrage. Autsch. Aber sorry, das ist gar keine Verwendung. Und ich werde zum Teil jetzt auch hier in diesen Nuzlocke-Folgen was trinken, denn ich habe gemerkt, dass zum Teil meine Stimme heiser wird. Und das ist dann auch nicht gerade angenehm für euch zuzuhören, wenn ich mir einen abräusper. Oh Gott, nee, Psychos. Sind die ersten Psychos hier in dieser Area? Nehmen wir hier Kit nach vorne. Ich habe heute Sephirons Part gesehen. Und da habe ich jetzt auch gesehen, dass er eben den regulären Weg ja gegangen ist, weil er ja keine Cheats verwendet und so. Und ja, da er Level 62 und 63 ist, außer sein Giratina ist auf Level 73, hat er ordentlich Probleme. Sein gesamtes Team wird permanent in die Tonne gepresst praktisch. Natürlich konnte ich nicht die ganze Folge schauen. Aus Gründen, die sich verstehen, weil ich die Trainer noch nicht besiegt habe. Weil ich will mich nicht spoilern lassen. Macht gar keinen Sinn. Dann weiß ich ja schon, was der eine da bringt oder die andere. Ich habe vielleicht 12 Minuten oder so geguckt. Shidori, jetzt hoffentlich hast du Shadow Ball. Ich hoffe es. Wenn ja, yes. Base resisted und ich kann dich mit Flight of the Sky killen. Eigentlich könnte ich auch Double Edgen. Ja, Double Edge habe ich hier auch drauf jetzt mittlerweile. Weil ich das halt einfach mit Stab und allem drum und dran die beste Attacke finde für Shidori. Ja, Double Edge. Und weg.
So. Und es läuft schon fast besser, als wenn ich drin aufnehme, wo ich eingesteckt bin und so. Mit allen Kabeln und so. Keine Ahnung, an was das liegt. Dass das jetzt plötzlich so flüssig läuft. Also die Attacken und so sehen ja immer flüssig aus, aber teilt der Ton nicht. Und jetzt läuft es gerade, als hätte ich nie was anderes gehabt. So, ja, jetzt ist die Frage. Ich will keine Psychokinese fressen und das Ding ist halt nicht so unbulky. Hm. Kann ich das mit Chidori killen? Ich weiß, ich wechsle ein bisschen viel auf Chidori, aber... Ich meine... Was anderes bleibt mir hier fast nicht übrig. Triffblim. Auf was gehst du? Auf Hurricane? Ja, auf was soll ich da switchen? Zenbon mit Donnerblitz. Ja, dann war mal selbst Donnerblitz. Ah ja. Zeig dir mal, wie das richtig gemacht wird. Bruder trifft Blim. Also beispielsweise trifft Zeppeli. Wie es im Original genannt wird. So, jetzt haben wir hier noch so ein Vogelproblem, was ich... Also Vogelproblem. Karateproblem, was ich mit einem Vogel lösen muss. Chidori. Fly. Easy weg. Breloom. Wieder mit Fly. Easy. Infernape. Lass mich raten, Fake Out und dann... Ja. Wolltest du mir sonst an den Karren pissen? Okay, ich pisse dir jetzt nochmal an den Karren. Naja. Das war's. So. Jetzt gehen wir mal zum oberen Herr Gesangsverein. Mit was Lean war. Ich würde gerne mit Uri Lean. Komm, lassen wir einfach Vogel. Vogel macht alle kaputt. Ja gut, wenn es ein Parasekt ist, erst recht. Spore. Ah ja. Vierfach effektiv tot. Dann Quagsire. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Fly. Ice Punch. Double Edge. Yes, easy. Level 70, noch ein bisschen mehr KP. Ja, Hundum, scheiße. Der Bedroher hat gemettert, jetzt gehe ich auf Fatales und das war's dann. Dark Pulse, ah ja. Earthquake, tot. Das war's damit. Easy. Und wie so, ich muss einfach sagen, die hat die einzige Daseinsberechtigung in der Hinsicht, dass sie meine Pokémon heilen darf, weil die hat mir immer ein Lucario genommen. Die dumme alte Schreckschraube. Duskstone. So, und wenn wir hier alles durch haben, gehen wir zurück in die andere Area. Und dann machen wir es uns ein bisschen einfacher. ja. Mit was lehnen wir hier? Uri vielleicht.
So. Weil Uri muss ich auch noch ein bisschen trainieren. Mindestens auf Level 70. Ein Vogelproblem. Ja, jetzt haben wir ein waschechtes Vogelproblem. Hätte ich mit Rotom geledet, wäre das jetzt einfacher. Aber ich gehe auf Kalmant. Dreimal Kalmanten und dann gehe ich hier durch. Tailwind. Er flincht. Ist klar. Okay, jetzt muss ich angreifen. Es reicht nicht ganz. Jetzt setzt er wieder Tailwind ein. Jetzt gehe ich wieder auf. Calmind auf 3. Dann gehe ich auf Recover. So, jetzt kann ich auf Aura Sphäre klicken. Wird zwar vierfach resistet, aber ich bin plus 3. Heißt, das wird definitiv abgezogen. Dann haben wir hier Pelipper. Mit Regen. Autsch. Psychic ins Gesicht. Und dann haben wir als drittes noch Delibird. Ah ja. Was hat das gemisst? Egal was es gemacht hätte, ich hätte es eh kaputt gehauen. Ob Beistrahl oder so, es juckt nicht. So, jetzt gehen wir da mal regeln. Uri, du bist dran. Level 65er Dragonias. Kaum meint. Dragon Pulse. Und das macht nur so wenig. Autsch. Und selbst ein Crit reicht von hier aus nicht aus. Recover. Und dann sind wir eigentlich fast voll. Wenn wir jetzt den Dragon Pulse hier noch abziehen. Dann haben wir jetzt hier Psychic. Ich weiß, für euch etwas langweilig zum Zugucken, weil ich natürlich hier ein bestimmtes Schema mache hier, dass ich ja gewinne. Aber trotzdem. Muss halt auch sein. Ich kann mir solche Kämpfe nicht unnötig schwerer machen, wenn ich ein Pokémon habe, was das komplett wallt, das Ganze. Macht einfach keinen Sinn. So. Oh, die nächsten Psychos. So, gucken wir mal, was die Psychos so können. Mhm. Palim Palim. Shadow Ball ins Gesicht, weg. So läuft der Hase. Oh ne, nicht euer Ernst. Das kann jetzt nach hinten losgehen. Ich habe 3 Heil-Items. Und der kommt mit Mirror Code. Ja, war klar. Oh my goodness. Oh my boy. Darf ich kotzen gehen? Und ich darf ihm kein Crit reinhauen, sonst bin ich automatisch Geschichte. Weil Mirror Code crittet nicht, es macht lediglich doppelten Schaden von dem, was du dem Vieh angetan hast. Also von daher. So, jetzt kann ich meinen dritten Heiltrank verwenden. Ja. Und jetzt hoffe ich einfach, dass mein Shadow Ball reicht, sonst komplett RIP. Yes. Ja, geil. Ich versuche hier mal was. Was? Ich habe es irgendwie neutralisiert.
Komm, Hydropumpe. Ins Gesicht. Hat sogar fast gereicht. Thunderbolt. Ja, jetzt müsste ich sowieso auswechseln. Aber es reicht direkt. Noch knapp. Ach du heiliges Blechle. Das musste auch zuerst mal tanken, ja. So, jetzt haben wir hier noch einen zweiten Psycho. Mal gucken, was da kommt. Das klappt's. Hm. Da kann ich gegenhalten. Zwar nicht mit Kit, aber mit Goldie Soul. Außer du kommst jetzt mit speziellem Moveset, aber an sich. Curse. Ich bin schneller als ein Dustclops. Jetzt habe ich alles gesehen. Ja. Nochmal einen dritten und dann Gyroball. Nach einer Heilung. Oder ne? Oh Gott im Himmel. Oh Gott im Himmel. Das war felsenharten Crit. Ha. Das Ding hat felsenhart kein Ding. Kein Erzwinger. Was hat das denn? Das Ding muss er Zwinge haben. Ja, hat's auch. Das macht einfach gar nichts. Und was mache ich jetzt mit der Beben? Ich töte es instant. Hier glänzt mal Goldie Soul. Aber so richtig. Das juckt mich doch nicht. Ich habe so eine harte Death, Mann. So, easy. Ach du Schande. Nugget, okay. Mhm, Rippers off. Also ob mich das jucken würde. Ich habe noch insgesamt jetzt mit dem 5 Stück. So, hier haben wir wieder ein Karate-Heini. Mhm. Hallo, ich möchte nicht hier drinnen verweilen. Ich möchte ganz gern einfach hier mal kurz Randale machen. Heracross. Mhm. Fly. Ins Gesicht. So. Machamp. Ich glaube, es hat Schild los, ne? Ja, es trifft sogar Close Combat. Ach du Schande. Double Edge. Das musste ich tun. Ansonsten hätte ich wieder ausswitchen müssen und eventuell eine Kampfattacke fressen. So. Setzen wir wieder Simsala ein.
Ist einfach gegen spezielle Angreifer der Way to go. Fortress. Okay. Aber dagegen habe ich was. Gold Dissolve. Bugbite. Wen juckt Bugbite? Also auf plus 3 komme ich easy. Payback. 2. Protect. Gar kein Problem. So, und jetzt Earthquake. Und ich bin somit wieder voll. Während er ein Pokémon geloost hat. Ice Fang, Heat Smash. Als ob. Er hat das getankt. Hat er Robustheit oder so? Ja, Gyroball. Das juckt mich so gar nicht. Ich bin plus 3. So. Viel Spaß. Mit Earthquake. Ins Gesicht. So. Da ich sowieso die nicht gebrauchen kann, weil das ist der Ausgang, das weiß ich noch. Die geht jetzt natürlich. So, und wir gehen jetzt solo weiter. Wunderbar. Da hat es noch zwei Dullis. So, jetzt gucke ich mal. Was kann ich damit anrichten? Schluck. Also, ne? Swalut. Du kannst aber auch Mülltreffer, ne? Aber ey. Psychic tot. Ja. Dein Ernst, Xerox? Nein. Einfach nicht, Zenbon, du tankst. Excisor, ich glaub's nicht. Will-O-Wisp, du da. Du willst mich verarschen, ne? Mein ersten Highlight, also mein erstes Highlight, so billig wegzuschmeißen. Dankeschön. Jetzt kann es gar nichts mehr tun. So. Thunderbolt. Yes. Selbst der Patronenhieb reicht nie im Leben. Ninetales, oh Gott. In der Sonne. Fatalis bitte. Du kommst jetzt hier rein. Sicher noch Solarstrahl. Nein. Einfach nicht. Warte mal. Ich kann doch einfach nur Full Heal und das darf ich ja immer wegmachen. Weil ich fresse ja sogar Schaden, wenn ich das tue. Ne? Hehe. So, und jetzt hoffe ich, ich outspeede. Earthquake, easy tot.
Jetzt muss ich aufpassen. Es ist zwar jetzt nicht so schlau gewesen, die andere zu gehen zu lassen, weil ja. Moment. Ja, gut. Weil jetzt werden natürlich meine AP nicht mehr aufgefrischt. Das ist natürlich auch dezent scheiße. Was ist noch nicht auf Level 70? Knackrack an sich und Kit. So, jetzt mal gucken. Gastrodon. Uff. Uff. Jetzt muss ich herausfinden, was das für ein Type ist. Also was das ist. Physisch oder speziell. Boden haben dagegen gar keine Sonne. Icebeam, okay. Mhm. Ich mach mal zuerst Will-O-Wisp drauf, damit der noch einen Move einsetzen kann. Um zu gucken, was er macht hier. Ja, ja. Kann er ruhig machen. Weil jetzt kann ich wenigstens safe zu... Ja, nicht safe, aber relativ safe eigentlich zu Kit wechseln. Shadow Ball klicken oder so. Das war Body Water, ne? Also, nur bei so Brande. What the fuck? Er tankt den Scheiß. Easy. War zwar wieder zu knapp, aber gut. Gegen dich habe ich 1:1 das beste Pokémon der Welt. Du bist zwar von Typ Drache, aber dennoch. Earthquake. Ich sollte dich outspeeden, Ampharos. Gut. Keine Defensive. Ist ja kein Mega-Bibor. So. Das war's aber jetzt komplett. Mit dieser Szenerie. Gibt's sonst noch was? Ja. Gut, das hätten wir. Und jetzt gehen wir noch in die Einleitung über fürs nächste Mal. Dann seht ihr schon mal, was wir zu erwarten haben. Oder wir, sag ich mal so. Was? Die haben hier eine Schwester Joy hingeklatscht. Ist ja niedlich. Das ist aber nett. Vielleicht fangen wir heute auch noch einen Encounter hier. Weil Shaman ist ein Statik-Encounter, würde ich sagen. Ich setze Rotom an erster Stelle. Weil das mein Heilbruder ist. So. Hey, Repel ist aus. Danke. Was haben wir hier für ein Pokémon? Nee, es gibt zwar beide Formen, aber Gastrodon ist klar männlich angelegt. Aber ich liebe halt das Blaue. Ich wette, wenn ich das Männchen habe, sieht es nicht so aus. Da bist du. Da ist mein Schnuckelchen. Ah, nee, es gibt ja, je nachdem wo du es fängst, zwei Sorten. So, Will-O-Wispen. Recover. Hat das Felsenhart jetzt Recover? Fatalis? Regelt das? Counter. Gut, ich switche hier herum. Das hat Counter. Ne, sehe ich nicht ein. Absolut nicht. Ich setze höchstens ein bisschen Donnerblitz ein.
Ne, sehe ich ja gar nicht ein. Hier. Prima am Spiel, der. Gott, ich hasse das Ding. Ich hasse jedes Pokémon, welches auch nur im Ansatz Counter verwendet. Ich werde übrigens auch für die zukünftigen Logs Spiegel Cape und Konter bei nur wohin genau komplett ja, ignorieren. Das wird bei mir auf die Bannliste kommen, weil zum einen hast du die Sperre drin, wo du nicht mal auswechseln kannst, und zum anderen bist du dann einfach nur hilflos ausgeliefert zum Teil, ne? Man hat es gesehen vorhin. Deswegen, ja, jetzt könnte ich eigentlich nur Bag und versuchen, einen Hyperball zu schmeißen. Das ist also unser Encounter für hier. Und wir haben ihn. Ich glaube es einfach nicht, dass ein Porygon immer rausgebrochen ist, aber egal, ob es ein Giratina war oder so, wir haben alles one try gefangen sonst. Porygon ist echt ein Arschloch. Also... definitiv. So, Challenge kann weitergehen. So, und diesen Trainer, den habe ich jetzt noch im Auge. Ich würde ganz gerne mit Uri leaden, weil ich da halt mich komplett hochboosten kann. Und das ist auch eins der schnellsten Viecher in meinem Team. Shiftree. Oh Gott. Der kann jetzt einmal mit einem Night Slash um die Ecke kommen und dann bin ich weg. Und dann ist noch die Frage, bist du wirklich physisch oder speziell? Hätte ich mit Kit geleadet, hätte ich da weniger Probleme. Aber jetzt kann ich nicht zu Kit raus, weil wegen Nachthieb. Ja, ich muss fast auf Chidori gehen, weil Pflanzenattacken würden Zenbon aus dem Leben nehmen. Goldisol und Fatalis sind neutral. Fake Out. Ah ja. Dark Pulse. Warum Dark Pulse? Ja gut, das ist neutral, ne? Gyarados. Zenbon. Du regelst. Sorry, wenn du mich jetzt... wenn du crittest, wird sowieso dein Angriff negiert. Outrage ist nicht Stab. Und Donnerblitz killt dich One-Shot. Level 67, ne? Wir sind fast gleich auf. Nur so mal am Rande beigemerkt. Ich werde wahrscheinlich fürs nächste Mal ein bisschen leveln. Sofern wir hier nicht noch ein bisschen sehr stark leveln. So, gehe jetzt hier drauf. Power Whip. Aha. Hehehe. Easy. So, Politoed. Mhm. Du bist ein reines Wasser-Pokémon, ne? Aber kannst dich ja auch Psychokinese. Uri, regel das mal. Oder hast du ein Bauchtrommelset? Parasong. Du Sackgesicht. Parasong. Also. Drei Runden habe ich noch. Attract. Aha. Was bist du? Weibchen. Habe ich ein Weibchen, weil ich weiß, dass ich auch Weibchen habe. Aber ich glaube nicht in dem Team. Ja, keine Ahnung. Solange jetzt hier kein Eisstrahl kommt, was ich eigentlich nicht erwarte, höchstens Surfer oder so. Oder Hydropumpe. Ne? Hydropumpe könnte natürlich auch kommen. Aber an sich, Earthquake tot. Ja gut, das war's mit dem Fight. So. Ja, und im nächsten Part geht's dann da weiter, ne? Ganz fresh, würde ich sagen.
Aber ich gehe jetzt noch zu der anderen Seite wieder mit euch. Wir haben da noch ein paar Kämpfe zu bestreiten, aber die sind deutlich schwächer. Leider. Aber ich wollte es jetzt mit euch mal spannend halten. Und nicht nur wegballern. Und jetzt wird noch ein bisschen weggeballert, hoffentlich. So. Zum Glück weiß ich ungefähr, wo der Ausgang ist. Ah, ist das schön. Wir haben alles geregelt hier. Alles. Aber wirklich alles. Ah, ist das schön. Ihr glaubt gar nicht, wie schön das ist. Und wir hatten nicht gerade... ja, das leichteste Matchup hier. Klar, am Anfang hatte ich gerade Glück, dass ich mit Knackrack geleadet habe. Mit Metagross und so. Wäre sonst nicht gut Kirschen essen gewesen, aber gut, ich hätte noch meinen Stalos gehabt dafür. Stalos hätte definitiv geregelt. So. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich muss ich noch zurückgehen, ein bisschen trainieren oder sowas in der Art. So, jetzt gehen wir noch hier lang. Hä? Dankeschön. Da laufe ich schon Bolzen gerade dadurch und dann, ja... gehe ich durch die Map. So. Zuerst mal den da herausfordern. Ja, komm, Kit. Regel dies. Schlurbleck. Was kannst du eigentlich? Was bist du für ein Typ außer normal? Hast du hier einen Zusatztypen bekommen? Ich habe keine Ahnung. Du bist sicher speziell, wie ich dich kenne. Hast du Eistrahl oder so? Ich glaube sogar ja. Zen-Headbutt hat der. Und das ist physisch. Okay. Das heißt, ich werde jetzt zuallererst Will-O-Wispen. Das ist ganz klar. Gar keinen Bock drauf. Zum Glück habe ich den gewill-O-Wispet. Also gewill-O-Wispet. Ohne Scheiß, das wäre jetzt nicht gut ausgekommen. So, aber eigentlich will ich nicht switchen. Thunderbolt. Schlurbleck, ey. Aber die sind definitiv einfallsreich. Ich komme dagegen nicht an. Nicht mal ansatzweise. Klar, kann ich den jetzt töten? Ich hoffe. Yes. Wenigstens das Level Up nehme ich noch mit. Wir sehen schon mal, was wir als nächstes bekommen. Also haben wir ein Free Switch in, kann man sagen. Shidori, würde ich sagen. Level 64 ist das Ding auch schon. Earthquake. Aha. Fly. Sorry, tankst du nicht. Dann haben wir hier Electrowire. Oh Gott, du bist Kampf-Elektro. Zum Glück habe ich Fatales hier. Das Ding wird übrigens schneller sein als Fatales, aber trotzdem. Earthquake. Nicht? Das Ding hat so einen Speed. Ja gut, es ist kein Arena-Leiter, ne? Dann hat es nicht die vollen EV-DV-Verteilung. Aber trotzdem. Nein. Sword Dance. Ice Heap. Ice Ding. Oh Gott, ich kann es nicht. Nee. Ich kann das nicht verantworten. Weil wenn das Erdbeben aus irgendeinem Scheißgrund nicht reicht, bin ich einfach im Arsch. Dann könnt ihr mich direkt einsagen lassen. Curse. Das ist mir lieber. So.
Und jetzt einfach nicht critten, ne? Danke. So, dann bin ich jetzt plus 3. Ne? Und jetzt mal schauen, ob du das tankst. Ne? Mal ganz gemütlich schauen, ob der das tankt. Ich habe zuerst mal eine Heilung. Würde ich mal so dezent sagen. Easy. Jetzt macht er gar nichts mehr. So. Also Hippopotas ist schon ein richtig heftiger Dude. Ich werde jetzt extra nicht auf Eiszahn gehen, weil Erdbeben, ja, killt so oder so. Und übrigens, meine Special Defense ist definitiv auch erhöht. Hier Ice Fang. Close Combat. Und das von einem Staraptor, ne? Also, gar keine Sonne hat der gesehen. So, easy. Moment, ich gehe direkt mal heilen. Ja, wenn hier eine Heilstation in der Nähe ist, warum nicht? Ich heile deine Pokémon und will nichts dafür haben. Da haben wir auch was. Können wir da wieder mit Kit leaden oder soll ich mit... Keine Ahnung. Ja, komm, wir leaden mit Kit. Ja, ist okay. Ich habe einfach Angst, was kommen könnte, ne? Das ist immer so die Sache. Weil es ist wieder ein Nass-Trainer. Rapid Dash. Was habe ich gesagt? Und jetzt habe ich hier Ultraschiss, dass hier irgendwas kommt, was, ja. Gengar komplett obliterated. Flare Blitz. Ah ja. Hier können wir jetzt auf Earthquake. Mega One. Ah ja. Der outspeedet einen Knackrack. Ne? Nur mal so. Level 63 schon. Level 70. Jetzt kann ich prima weitermachen. Oh Gott, Memo Swine. Was habe ich denn da für den? Es ist halt ein Stab. Erdbeben, was der draus drücken kann, ne? Oder Eisstrahl. Eiszapfenhagel. Ich muss dazu erstmal zu Senba. Das ist halt das, was Sefi fehlt. Das gute Rotom Wash. Tja. Weil wenn Will-O-Wisp mal getroffen hat, kann der eigentlich mit nichts mehr richtig Schaden machen. Dann könnte ich rein theoretisch wieder zu Knackrack rüber switchen. Oder nee, würde ich jetzt noch nicht, aber könnte jetzt auch mit Goldie Soul alles regeln. Oder mit Chidori. Aber nein. Weil eigentlich sind jetzt seine gesamten Attacken für den Müll. So, jetzt gehen wir hier auf Curse. Of course. Das macht gar nichts mehr wegen Burn. Tut mir leid, Bruder. Tut mir echt leid. So, jetzt gehen wir hier auf Curse nochmal. Das macht nichts mehr. Und das war ein Mammoth-Whiner. Gyroball. Sorry. Gratis-Heilung. Von 12 Punkten. Das juckt auch so gar nicht.
Ich würde mal sagen, Gyroball hat Stab und so. Und durch den Special Defense Drop, also Defense Drop, so ist automatisch One-Shot. Jetzt bin ich noch ein Level up. Tropius, ah ja. Ice Fang. Oh oh. Ui. Ich dachte, es ist physisch. Es wird doch noch spannend. Gut, ich bin auf plus irgendwas auf der Death-Seite, das heißt Hyper Potion ins Gesicht. Und ich muss aufpassen, jetzt habe ich noch 19% Akku. Jetzt kann ich einfach auf Earthquake gehen und töten. So. Voila. Jetzt haben wir nur noch einen Trainer hier vor uns und das ist der da. Und danach beenden wir die Folge für heute. Clefable. Du bist doch ein Fee-Typ. Sludge Bomb. Yes. Wippe. Tschüss. Nee, nee. Einfach nicht. Auf einen Psychic kann ich da dankend verzichten. Easy. Na komm, wir müssen den Kampf beenden, bevor mein Akku leer ist. Bodenpflanze. Was setzen wir dagegen ein? Er ist sicher physisch ausgelegt. Kommt sicher ein Woodhammer. Ich hab's gecallt. Ja, Akku stand niedrig. Ja, ja. Ist mir klar. Yes. Ich hab's wie gesagt gecallt. So. Oh Gott. Das sind halbe Trainerkämpfe hier. Und hier sind wir wieder. Ja. Jetzt hatte ich fast verkackt, weil meine Folge sonst gerade boykottiert worden wäre von meinem eigenen Laptop. Jetzt machen wir das Ganze zu. So. Jetzt, was machen wir?
Jetzt kommt er sicher mit einer Steinattacke, das heißt Erdbeben Fatal ist tot. Power Jam. Ich hab's irgendwie gecallt. Earthquake, tot. Vierfach effektiv. Oh, Gott sei Dank, Freunde. Zum Glück ist die Aufnahme noch gerettet worden. So, Tauros. Ich muss zwar den Schluss noch jetzt zusammenschneiden, aber immerhin, meine ganze Folge wäre sonst gecrashed worden. Ne? So, Sword Dance. Was soll ich tun? Ja, mein Akku reicht nur für eine knappe Stunde, ne? Und ich war auf 100%, wohlbemerkt. Dragon Claw. Was soll ich nehmen? Ich mache es jetzt auf folgende Weise. Ich will hier kein Risiko eingehen. Ich will zuerst mal das Moveset angucken. Ja, das heißt im Klartext, wir gucken jetzt hier mit Curse mal, was er da drauf hat. Erdbeben. Damit kann er jetzt nicht wirklich viel ausrichten gegen mein Boy. Pyroball. Stab. Hab fast gereicht. So, Ice Fang. Und dann war's das. Selbst mit dem Crit. Würde es nie und nimmer reichen. Easy. Aber jetzt könnte ich eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Forgot the move. Extreme Speed. Ein Fatales mit Extreme Speed wäre nice, aber brauchen wir echt nicht. So, brauchen wir echt nicht. So. Dann gehen wir den obligatorischen Weg. Zuerst mal noch heilen. Sonst bringt das alles nichts. Habt ihr gesehen, wie flüssig das teilweise sich anhört? So geil. So. Normalerweise müsstet ihr hier mit dem Fahrrad durch. Moment. Das ist ein Legi. Und hier speichere ich, weil ich keine Ahnung habe, ob es dann das richtige Wesen hat und so. Hier speichere ich mal. So. Ja, ich habe das jetzt einige Male rerollt. Ich war zurückgegangen und so. Ihr bekommt meiner Ansicht nach immer zwischen zwei Wesen und die sind jetzt hier nicht gerade gut. Oder auch vielleicht drei, aber das ist halt abhängig. Denn jetzt müsst ihr gucken, was kommt, Freunde. Ich hatte leider nur den Speicherstand. Und ich wollte das Ganze nicht drinnen lassen. So. Problem hierbei, irgendwie die Encounter Rate wurde ziemlich runtergeschraubt, muss ich sagen. Wenn ihr hier gleich guckt, Iron Hit, flinched, ja. What the fuck is going on mit dir? Moment, wir machen jetzt hier den Status hier. Er hat definitiv nicht seine normale Fähigkeit, das ist nicht Erzwinger. So, Iron Head. Critical Hit, Hurricane. Ah ja. So. Nochmal. So. Er macht einfach mal Roost. Boah, muss ich dem jetzt wirklich eine Drachenklaue drücken? Hey, aber. Yeah. Ja, klicke ich halt eine Top-Genesung, ist auch okay. So.
Das würde ja bereits reichen eigentlich für den Part, aber ich möchte natürlich dann wirklich mit euch das Blumenbeet da erkunden. Deswegen easy. Ah, Himmelsfeger. So, entweder haust du mir jetzt einen Himmelsfeger rein oder ich fange dich. Sobald es auf dem Level ist, jetzt guckt euch das an. Drin. Warum? Ich habe keine Cheats drin, nix. Niente. Ich check's nicht. Hat Rayano hier was rumgewerkelt? Keine Ahnung. Oder ist das normal? Vielleicht ist es ja extra so gemacht, dass man einfach einen Bonus hat. Man kommt hier auch ganz leicht hin, wenn man Kraxler kann. Ja, also ganz easy. So, wir heilen uns jetzt noch. So. Und jetzt gehen wir hier mal gucken, ob wir hier noch irgendwas töten können. Dragon Scale. Ah ja. Dafür braucht man aber allerdings Wasserfall da. Den Scheiß. Kaskade. Soll ich mit Uri leaden? Das ist meistens die bessere Lead-Option. Weil Kit kann ich am Anfang meistens nicht brauchen. Und wenn, müsste ich es einswitchen. Ja, sieht ganz danach aus. Karl meint. Dann switche ich mich jetzt mal hoch. Signature Beam. Aber es ist natürlich ja, speziell. Da denke ich um Längen mehr. Kann aber halt auch Verwirrung auslösen. Recover. Signature Beam. Es juckt mich nicht. Warum? Danke. Selbst ein Crater würde nicht reichen, sorry. So. Jetzt bin ich auf plus 3. Und jetzt bin ich wieder in Sweep Range. Ja, geil. Wenn er mich jetzt crittet, bin ich weg. Machen wir das anders. Wir machen jetzt eine Top-Genesung. Selbst wenn er mich dann crittet, solange er mich nicht verwehrt, alles okay. Ich sagte zwar alles okay, aber das war jetzt nicht ernst gemeint. So, Signature Beam. So, danke. Jetzt kann ich auf Psychokinese klicken. So, hätte ich schon vorher gekommen. Aber eben, jetzt kommt ein Charizard. Und ne, gar keinen Bock drauf. Salamence. Wollt ihr wissen, wie lange ich vorhin resettet habe? Sicher etwa eine halbe Stunde. Also, wie gesagt, und da habe ich nur rein resettet. Na, zwar mit euch, aber das, da wollte ich euch nicht drin haben. Deswegen dachte ich, hey, komm, mache ich einen Cut von da an, wo ich gerade dort stehe. Und dann sehen wir uns das an. Es war nicht wirklich ein, ja, für die Reaktion miterleben wollten. Also ich hatte keine gute Reaktion drauf. Ich so, es will ich mit dem scheiß Lavados. Aber gut. So, jetzt haben wir hier auch noch einen weiteren Trainer. Nehmen wir den auch noch aufs Korn. Weil wie gesagt, ich will nicht dann, dass es heißt, ich hätte hier irgendwie geschummelt oder so. Hab sogar schon gegen die Stärken gekämpft, also. Ne. So, jetzt haben wir Kramchef hier. Da gibt es nur eine Sache, die ich sagen kann, und zwar Senpai und Sakura.
Ich hoffe, der Graveguard. Ah ja. Jetzt gehe ich hier nämlich auf Ehrlicht. Oder ne, ich hau Speeder, ja. Warum soll ich auf Ehrlicht gehen, wenn ich es one-shotten kann? Dumm, Mann. Ich denke einfach immer defensiv, ne? Ist meist nicht falsch, aber trotzdem. Wenn du fliebest, du wurdest doch ein bisschen gebufft. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Dann Shidori, du wirst jetzt mit einer Pflanzenattacke kontern. Power Whip. Das war einfach ein Critical Hit, Mann. Auf Fly reicht, sonst kotze ich im Strahl. Okay. Yes. Manectric. Ich bin zwar schneller als das Ding, aber muss man nicht forsten, ne? Schön. Oh, scheiße. Nee, oder? Ich hätte da jetzt alles erwartet, aber doch nicht das. Und er hat Statik, war ja klar. Slow King, das, da bleibe ich eh nicht drin, wegen Eisstrahl. Das Ding kann aber auch Spukball haben. Aber jetzt wird mal Eisstrahl gedroppt. Da könnte ich... Oh nee, Psychic, okay. So. Jetzt gucken wir mal. Hat einfach Surfer drauf. Okay, dann noch ein Recover und dann durchsweepen. Sollte reichen. Ja, dass das alleine nicht gereicht hat, dachte ich mir, aber... Ah gut, Schaden gedrückt. So, Marowak. Psychokinese und tot. Das war's mit dem Ass-Trainer. Ultraball. Hier wäre noch ein Psycho. Hier wären auch noch Trainer. Die muss ich wahrscheinlich auf den Morgentag. Oder ich werde sie euch noch anhängen, aber ohne Commentary. Würde ich doch mal meinen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns. Oder ich lasse euch die jetzt noch durchlaufen. Ohne Commentary. Denn irgendwie wollen sie schlafen gehen, da meine Family. Deswegen mache ich das jetzt so noch.